Am Fuß der Schwäbischen Alb verläuft die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke Stuttgart-Ulm. Die Sulzbachtalbrücke, 386 Meter lang, ist die längste Brücke im Projekt Stuttgart 21. An beiden Enden der Brücke sind diese massiven blauen Platten zu finden. Weshalb diese notwendig sind und wie diese eingebaut werden, erklärt Dr. André Tomaschko, Gleisbauexperte beim Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Wir sind gerade auf der Sulzbachtal und werden heute den Einbau vom letzten Stück der Fahrbahnüberbrückungskonstruktion zusammen anschauen. Es fängt gleich an. Wir haben hier auch eine besondere Situation, und zwar das ist Überbauende einer Brücke, das heißt die Trennfuge zwischen dem Überbau und dem Widerlager. Wenn sich eine Brücke durchbiegt, ja, die biegt sich durch, dann kommt der Widerlagerbereich und die Schiene biegt sich selbstverständlich mit der Brücke zusammen durch. Dieses Durchbiegen der Schiene wirkt sich auf eine andere Komponente des Gleises aus, und zwar auf die Schienenstützpunkte. Mit diesen werden die Schienen auf der Brücke befestigt. Die Kräfte, die dort auf die Befestigungselemente wirken, heißen dementsprechend Schienenstützpunktkräfte. Für die Reduzierung der Schienenstützpunktkräfte, in diesem Fall der anhebenden Schienenstützpunktkräfte im Bereich der Trennfuge, werden sogenannte Fahrbahnüberbrückungskonstruktionen eingebaut. In unserem Fall ist es eine Ausgleichsplatte, das ist der blaue Stahlbauteil hier. Sie reduzieren die Beanspruchung, quasi Überbeanspruchung der Oberbaukomponente im Bereich der Trennfuge der Brücke. Damit die Ausgleichsplatten einen soliden Halt haben, werden Bauteile fest mit dem Untergrund verbunden. Diese Bauteile nennt man Adapterplatten und Verankerungsblöcke. Ganz unten, hier im Bereich des Widerlagers und im Bereich des Überbaus, kommen jeweils zwei Adapterplatten. Ja, die befinden sich hier unter diesem Stahlteil. Ja, hier unten, die sind dann quasi verankert in die Widerlagerdecke und auf dieser Seite dann in den Überbau. Die werden dann stark bewehrt. Drauf kommt ein Verankerungsblock. Ja, das ist dieser blaue Teil hier. Jeweils ein auf dem Widerlager und ein auf dem Überbau. Ja. Die werden vom Oberbau eingebaut, ausbetoniert und darauf wird dann die sogenannte Stockausgleichsplatte eingebaut. Vorsichtig und möglichst präzise heben die zwei Wegebagger die über 8 Tonnen schwere Ausgleichsplatte in die Einbauposition. Die Bodencrew stabilisiert die Platte gegen Schwingungen, wirft ein Auge auf die exakten Abstände und dirigiert die Baggerfahrer auf Zentimeter genau. Die gar auf Zehntel Millimeter genaue Feinjustierung, auch Ausrichtung genannt, erfolgt als nächstes. Das, was jetzt hinter mir passiert, ist die Einrichtung der Ausgleichsplatte in die richtige Richtung. Auf jeder Seite der Ausgleichsplatte sind Horizontallager. Die werden jetzt gerade mechanisch in die richtige Richtung angestellt. Ja, mit Momentschlüssel. Und dann, wenn das Ganze fertig ist, kommt drauf jeweils ein Deckel. Somit ist dann die Ausgleichsplatte in die richtige Richtung eingerichtet. Und der nächste Schritt ist dann die Höhenregulierung. Die Höhenregulierung wird dann hydraulisch durchgeführt. Das heißt, es kommt eine Einrichtung, eine Hydraulikeinrichtung, und jede von diesen vier Pressen wird angeschlossen und die richtige Höhe an jedem Eck der Ausgleichsplatte wird dann hydraulisch eingestellt. Die Platte ist jetzt in der richtigen Lage. Damit die Schienen verlegt werden können, müssen noch die Schienenstützpunkte angebracht werden. Auch diese müssen im Bereich der Ausgleichsplatte besonderen Herausforderungen gewachsen sein. Diese Stützpunkte, wie man sieht, ja, die haben zwei Spanklemmen pro Seite. Das sind diese Stahlteile. Ja. Somit ist auch dann gewährleistet, sollte es in diesem anspruchsvollen Bereich, im Bereich des Überganges zwischen Brücke und Widerlager, zu größeren Kräften kommen oder zu größeren lateralen Verschiebungen kommen, werden diese durch diese Sonderstützpunkte problemlos aufgenommen.
Ja, jetzt sind wir fertig. Die Stockplatte ist eingebaut. Die Schienen liegen bereits auch drauf. In 3 Wochen werden sie noch geschweißt. Dann ist das Gleis auch nach dem Aushärten des Betons fertig.